Moin Moin meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Maker 2 für die Switch. Und wir befinden uns immer noch im Baumodus, wollte ich gerade sagen, im Story-Modus. Und müssen ein paar Aufträge erledigen, um unser schönes Schloss hier mal schön hinzubekommen. So, gucken, was der Toad hier noch für uns hat. Aufträge, Aufträge, Aufträge zu vergeben. Wer will, will, warte nochmal. Okay, die haben wir ja schon gemacht. Jetzt gehen, zack. Kettengreifer theoretisch Fahrt. Den nehmen wir nochmal. Ich habe mal einen richtig coolen Kettengreiferkurs angelegt. Wer es ins Ziel schafft, kriegt eine Belohnung. Wenn du an einen Kettengreifer hängst, schwinge mit L und hin und her und springe ab mit B. Lass mir nochmal. Viel Spaß da draußen. Danke. So. Hit MC hat das gemacht. Lustige Namen, ne? Wie dumm! Abspringen müsste man, abspringen. Dämlich, dämlich, dämlich. Gut, Super Mario 3 ist das auf jeden Fall. Aber wir sind bis hier hingekommen, ist auch nicht schlecht. Ah. Nein! Pilzchen. Oh. Mehr Schwung haben? Oh. Ein bisschen mehr Schwung. Yes. Ich hab mal gerade diesen Trick mit dem Laufen früher, ne? Schnell laufen und dann. Naja, egal. Wir müssen ja eh nicht hier sammeln, also von daher. So. Da freuen wir uns. Und dann können wir auf jeden Fall. Ne, können wir noch nicht. Wir brauchen noch 400, um das andere Bauvorhaben rechts zu bauen. Oh. Das Hauptgebäude ist fertig. Hauptgebäude, Erdgeschoss fertiggestellt. Danke. Na komm, gib mir noch ein paar Aufträge. Schuh-Schuh-Schubidu. Schuhkompass kann ganz schön nerven, aber wenn man ihre Schuhe klaut, kann man über Stacheln gehen. Wenn du ein anderes Modell anprobieren möchtest, steig einfach mit Hilfe von R aus. Mit den großen Varianten kannst du in der Luft mit einem Stampfattack ausführen. Hit-DJ hat es gemacht. Gut, wir probieren es mal. Schuh-Schuh-Schubidu. Schuh-Schuh-Schubidu. Leben. Ah, immer so ein kleines frühes Leben mit diesem. Ah! Das wäre dumm. War wirklich dumm. Na gut. Oh. War schnell groß geworden. Ah, oh, das war ein Riesenschuh. Durch? Warum einen kleinen Schuh für? Ah, ärgerlich. Mein Damenschuh. Ah. Damit nicht rein? Tatsächlich nicht. Schade. Yeah.
sind wirklich sehr nervig, die Dinger. Na gut. Da habe ich gerade viele Münzen geholt. Damit ein bisschen mehr schaffen kann, glaube ich. Da auch nur 5 geholt. Schade, schade, schade. Aber so kann es natürlich dauern, bis unser Schloss fertig wird. Jetzt können wir den Flügel jetzt rechts bauen. Das machen wir jetzt auch. Die Münzen bekommen wir ja trotzdem, ne? Ja, wir haben 139. So, links ist auch fertig. Sehr gut. Dann gehen wir hier schnell rüber. Und du kannst auch was bauen hier. Du fauler Hund. Wir sind weit gekommen. Wenn du bei den Aufträgen auch den Ausstügel bedenken würdest, wäre ich dir persönlich verbunden. Ja, machen wir jetzt. Pass auf. Mal kurz zu... Ja, da ist die Bauleute drin. So lang sind davon. Und das Design finde ich hinreißend. Ach ja, wenn du das ganze Schloss betrachten möchtest, drücke R. Ah, wo soll es weitergehen? Pass auf. Das hier. Kann der Bau beginnen? Ja. Ist auch gut zu wissen, dass man sich das Schloss so angucken kann, mal komplett. Die Bauarbeiten am Elgerschloss haben begonnen. Der blaue Tod hat das sofort sagen. Erfüll du einfach weiter deine Aufträge und schaff das Geld ran. Und dann soll es nicht scheitern. Okay. Sieh dir mal die neuen Aufträge an. Das Haus der vielen Schlüssel. Ah, ich wollte es lesen. Ah, egal. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Eigentlich wollte ich es lesen, die Scheiße. Macht nichts, Mario. Wir kriegen es auch so hin. Ich liebe ja Geisterhäuser. Macht am meisten Spaß, oder? Oh, na cool. Oh, sammeln wir Punkte. Moment. So, da ist der Schlüssel. Aus der 1000 Schlüssel bedeutet natürlich, dass wir viele Schlüssel finden werden. Au. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Hier definitiv nicht. Irgendwohin, wo wir dieses Ding benutzen können, ne? Warum ist ja immer so ein kleines, so eine kleine Gegend, was das da so geben könnte? Hier vielleicht? Ne, hier vielleicht wahrscheinlich eher, ne? Wo wir die Kästen umformen können. Nicht. Gehen wir in den Türen rein, gucken wir mal. Fragezeichen? Und nicht voll weiter. Da können wir gleich raufspringen. Das können wir auch nicht, ne? Geht uns hier, glaube ich, irgendwas. Okay. Hier bringt es auch nichts. Da bräuchten wir wahrscheinlich so ein Hüpftrampolin, wie wir es hier hinten haben. Wir gehen erstmal alle Türen rein, einmal zu sehen, ob es da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, irgendwas zu machen. Ah. Mist. Ah. Shit. Oh, kann ich so... Oh. Shit. Mann, Mann, Mann. Ärgerlich. Mal überlegen, ob wir vielleicht... Das funktioniert nicht, ne? Na gut.
Dann nehmen wir den hier mit. Hier ist schon ein Trampolin. Muss aber hochkommen. Oh, noch ein Trampolin. Nee, jetzt muss ich gehen, oder? Oh, warte mal. So, einen Schlüssel haben wir. Gut. Gucken wir hier rein. Hier brauchen wir definitiv einen Dinosaurier. Kriegen wir schon auch irgendwo. Warte mal, wir können aber auf jeden Fall hochgehen. Dann können wir doch auf jeden Fall nochmal so einen Pilz bekommen. Hier gibt es noch diesen Weg, okay. Eine Idee, warte mal. Mit. Was ist das nicht werfen hier? Mal auf. Oh. Zwei Schlüssel. Zwei Schlüssel. Gehen wir in den letzten rein. Hier müssen wir gucken, was das war. Kann man, glaube ich, nach oben flattern. Drüben hoch irgendwie, ne? Nee. Ach, warte doch. Nee, oder? Ach, Mist. Nee, das geht nicht. Andere Lösung muss her. So, die haben wir, den haben wir. Nicht ganz hoch, ne? Ach, warte mal, ich hab eine Idee. Was denn hier reinlegen? Nein. Kann ich hier reinpullen, warte mal. Wieso? Nein, geht auch nicht, warte. Jetzt hier rüber vielleicht? Yeah. Ah. So, dritten Schlüssel. So, die drei Schlüssel haben wir auf dieser Seite. Dann müssen wir nochmal hier nicht mitnehmen, denn hier drin. Ah, okay. Nicht so clever. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter.
hier sein. So. Hier der Schlüssel? Hier gibt es garantiert auch noch einen Schlüssel, müssen wir gucken, wie wir da reinkommen. Gucken wir mal kurz, aber bevor wir das machen, mache ich mich einmal wieder groß. Nicht, dass ich gleich drauf gehe, das wäre ärgerlich. So. Hm. So. Wie ist das hier noch? Der Schlüssel hier. Behauptet man, dass hier ein Ding in der Mitte ist? Na. Jetzt auch mal. Nein! Okay. So, jetzt haben wir noch alle Schlüssel, glaube ich, nicht verkehrt. Vielleicht können wir uns jetzt hier oben nochmal kurz ein Leben holen. So, klar, wir brauchen natürlich das P noch. P wie Pain in the Ass! Okay, deswegen, okay. Ach Quatsch, so viel Schlüssel haben wir doch gar nicht. Oder? Nee. Haben wir nicht alle Schlüssel eingesammelt? Ah, es fehlt ein Schlüssel. Es fehlt ein Schlüssel, scheiße. Wo war der denn? Wo kann der denn sein? Wo ist denn der letzte Schlüssel? Haben nicht alle Türen geöffnet? Ah, ich habe noch alle Türen geöffnet, habe ich verkehrt. Naja, egal. Ich gehe jetzt nicht ganz zurück, um die ganzen scheiß Schlüssel zu holen. Krass! Gar nicht so leicht gewesen, gar nicht so leicht. Aber eine super lustige Idee. Definitiv. Und gab einmal ein paar Münzen, ne? Ja, das strengt schon so ein bisschen die kleinen grauen Zellen an hier. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass die müssen auch mal angestrengt werden, ne? Alles andere macht ja den Kopf träge. So. Riesenkugel Willi Conado. Uahaha! Diese Riesenkugel Willis werden eine Überraschung für Mario sein. Er wird nach oben gucken, nach unten und zur Seite. Aber sie werden aus der Tiefe kommen. Jetzt brauche ich nur noch einen Versuchskaninchen. Wer traut sich? Gib doch Kohle, falls ihr überlebt. Papa von Anonym. Na. Eine lustige Texte. Riesenkugel Willi Kanonade. Kanonade, so. Los geht's. Münzen dabei haben, ne? Na, auch riesen Kugeln, oder?
Aber das Spiel läuft sehr flüssig. Ne? Also es läuft wirklich mit, es läuft mit 60 Frames. Und was ich muss sagen, das ist krass. Es geht ja wirklich viel ab hier gerade. Und trotzdem. Hm, wie kommen wir da hin? Nein! Was machst du denn? Das ist natürlich behindert. Wollte ich einen anderen Weg laufen, aber egal. So richtig gefährlich sind die Kanonen gehen jetzt ja auch nicht, oder? Du siehst es gerade verkehrt. Ui, okay, muss ich mal aufpassen, dass sie nicht die Steine hier kaputt schießen. Oben sind längs. Achso, das war schon. Okay. Zack! Waren schon viele Kanonenkugeln. Man hätte, glaube ich, ein paar Geheimnisse noch lüften können. Wäre natürlich lustig zu sehen, wenn man die anzeigen könnte, wie viele Münzen man da es dann zu holen gibt oder so. Wir brauchen 1200 Münzen überhaupt, irgendwo weiterzukommen. Und um die zweite Etage. Um Schloss zu machen. So, eine machen wir noch hier. Wildes Gewippe. Ich habe ein paar Wippen aufgebaut, um einen schönen Trimmlichtfahrt zu erschaffen. Falls sich auf einer Wippe Bösewichter bereit machen, hilf vielleicht eine Stampfattacke auf die andere Seite, um sie wegzukatapultieren. Einfach springen und L bewegen. Sportlehrer. Mal gucken, was der gute Lehrer kann, ne? Wenn er hier Levels baut, dann wird er nicht der Superlehrer sein. Glaube ich. Okay. Ah, okay. Ah! Oh, ich hätte mal heller laufen können, ne? Warte, runter machen und hoch. Komm schon. Ach Mist. Komm, hau nochmal runter. Ah, leider. Oh. Kann ich da rein? Nee. Komm wahrscheinlich raus, ne? Nein, schon wieder. Groß. Komm. Da ist nix. Oh, das ist gut. Das ist ein Cooper. Okay, das ging noch. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da irgendwie gleich drauf gehe. Oh, warte, ich weiß wie. Warte. Oh nein, wo springe ich denn? Wir laufen können. Okay, es war das Ende. Gut. Da geht ein paar Münzen. Freue mich.
Zack. Ah, es fehlt noch ordentlich an Münzen. Aber das Ausflügel ist auch fertig. Zack. Ausflügel, Erdgeschoss, fertig. Okay. Ungefähr ein Fünftel des Schlosses fertig. Rubbel, rubbel. Hallo, rubbel, rubbel. Hey, Kleiner. Du hältst dich ran, was? Vielleicht gibt's hier in der Gegend ja auch für einen Kerl für mich was zu tun. Ich soll mich mal umsehen, also dann bis später. Hey, steh mal auf. Oh, der schläft. Alle schlafen jetzt. Aber da hinten sind Münzen. Mach ich gleich durch. Okay, kann man noch nicht durch. Was ist noch? Ist weiter? Guck mal auf die andere Seite mal gucken. Was anderes ist. Da, der Hund. Wow, wow, wow. Ich habe einen Auftrag für dich. Wow. Wow, wow. Danke schon mal. Der Kettengreifer greift mit Eifer. Komm, das machen wir noch, das Ding. Wow, wow, wow. Das sieht aber schwer aus, ne? Drei von vier. Der Kettengreifer greift mit Eifer. Erreiche das Ziel, ohne von Kettengreifern gegriffen zu werden. Oh, das wird schwer, glaube ich. Eieiei. Die Musik mag ich. Ah, noch ein paar Münzen. Nein! Shit. Mist. Na gut. Wollen wir gar nicht weiter probieren, ne? Zack. Aufgeben. Aber das machen wir beim nächsten Mal nochmal. Für heute ist Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Mamma mia.